Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Es gibt Sängerinnen und Sänger, da denkt man, da denke ich oft, ein Lied steht eigentlich für das ganze Künstlerleben. Bei ihm ist es immer noch, auch wenn es ein alter Titel ist, ein zärtliches Gefühl. Das ist nun mal einfach so. Er ist einer der ganz großen Künstler aus unserem Nachbarland, aber eben nicht nur da, sondern weltweit. Und ich freue mich einfach sehr auf Hermann van Veen. Danke. Ach, es kann vielleicht auch Hermann van Veen sagen, Sie sind einer der prominentesten Holländer, den man überhaupt auf diesem Erdball finden kann. Wenn man prominent ist, ist es doch bestimmt schwieriger, eine Freundschaft zu schließen, wenn man vielleicht auch im Kopf hat, was findet der andere oder die andere jetzt so faszinierend an mir? Dass ich Namen habe, dass ich berühmt bin? Oder bin ich persönlich tief in meinem Innern gemeint? Das hoffe ich doch. Das Letzte. Und merken Sie das? Ja. Woran? Man trifft ab und zu Leute, die das weitererzählen möchten und nicht mit dir plaudern. Aber die Gelegenheit weiter erzählen möchte. Und das ist langweilig. Auf Ihrer letzten CD, Hermann van Veen, von Ihrer Straße, in der Sie gelebt haben. Ja. Da haben Sie genau dieses Phänomen beschrieben. Stimmt. Es gibt auch ein kölsches Lied in unserem Fädel. Ja. Wie wichtig das ist, dass man da zusammen ist. Ja. Das ist ja ein Lied, was geht Ihnen das lange im Kopf schon rum? Das ist ja ein Lied aus vergangenen Zeiten. Na, ich habe da festgestellt, dass man, wenn man älter wird, eigentlich nicht so viel dazu lernt, was wesentlich ist. Alles hat man damals schon begriffen, aber man wusste es nicht. Das weiß man erst. Und dann deswegen verstehe ich, dass Sie gern da sind. Aber mir geht es genau so. Das Zuhausegefühl, das beruhigt am meisten. Und das hat natürlich auch mit unserer Vergangenheit zu tun. Ich singe da, dass ich das eigentlich schon wusste, was ich jetzt weiß. Aber das war mir damals nicht klar. Man spricht ja immer von der aktuellen CD, auch wenn die nicht gerade erschienen ist. Aber Ihre letzte CD, die vor gut einem Jahr erschienen ist, da gibt es ein Lied, was mir sehr gut gefällt, Hermann van Veen. Tu es jetzt. Ja. Bring mir keine Blumen an mein Grab, bring sie mir jetzt. Ja. Sag am Grab nicht irgendwas Nettes über mich, sag es mir jetzt. Ja. Das könnte eine schöne eine schöne Losung für dieses Jahr 2014 sein. Ja. Ne? Finde ich auch. Dieses Lied, kann man das erst schreiben, wenn man älter geworden ist, wenn man nicht mehr so viel Zeit hat, wenn man denkt, es könnte vieles nicht erledigt sein? Ja, ich denke, das hätte ich nie geschrieben, wenn ich 18. Also, oder ich hätte vielleicht Pläne, aber die hatte ich nicht. Also es ist, wenn man älter wird, dann... dann wollen wir heute küssen und nicht übermorgen. Ja, ja, es ist auch die Erfahrung, dass man selber Dinge hätte machen müssen, für die es jetzt zu spät ist. Ja, ja, das ist, man kriegt weniger Zeit, buchstäblich. Also alles ist direkter, effektiver, interessanter. Ich muss sagen, dass das Älterwerden empfinde ich als ein Geschenk, weil ich finde, ich bin... glaube ich, gesund. Ich habe ein fantastisches Beruf. Ich lebe sehr gern. Und ich glaube, dass das Legitimiere der Tod, auch in Gedichte und Stücke, das bringt der Tod vielleicht auf die Idee, sich um mich nicht zu kümmern. Ja, genau. Das kann aber auch bedeuten, wenn Sie sagen, ich gehe mit der Zeit anders um, dass Sie ungeduldiger werden. Das ist nicht der Fall. Also ich hätte Ihnen fragen wollen, wo fängen Ihre Ängste an? Weil das hat mit Ihrer Frage zu tun. Ja, genau. Also ich glaube, wenn man die Kontrolle verliert oder keinen Grip mehr hat auf die Umgebung, dann kommen wir in so einen extremen Stress und dann mit diesen Ängsten, und man will diese Ängste nicht. Weil wir haben Angst genug gehabt. Und ich denke, das ist inhärent mit älter werden. Man will es so klar wie möglich. Und so fair wie möglich, so wahrhaft wie möglich. Das ist eigentlich... das ist das Schöne, Sie haben auch, weil ich war interessiert in Ihre
Stapel Bücher, die erste Frage, die ich eigentlich hatte, ist, wie bleibt das stehen? Ja. Was haben Sie gemacht, dass diese Haufen Bücher stehen bleiben? Die sind in Bronze gegossen. Ah, in Bronze. Oh, ich dachte, Sie haben die Bücher... Nein, die sind in Bronze gegossen. Naja, das ist die Kraft der Poesie. Also Poesie lässt das Überflüssige weg. Und das macht Poesie so wunderschön, weil es, ja... Es ist so direkt und kompakt und es ist so vielsagend, also für mich viel sagender, das ist denke ich kein Deutsch, als Prosa. Da braucht man unwahrscheinlich viel Erklärung. Und das macht ein Gedicht so wunderschön, weil es nackt ist. Mhm. Ja. Sie haben vor vielen Jahren schon, Hermann von Fehn, ich habe es mir aufgeschrieben, es war 1999, das Bundesverdienstkreuz bekommen für besondere Verdienste um die deutsch-niederländischen Beziehungen. Und es war hier in der Runde, dass mir der mittlerweile verstorbene Oswald Kollemer sagte, da mit dem Verhältnis Holland-Deutschland, das wird nichts mehr. Doch. Nicht mehr so richtig. Woher nehmen Sie die Hoffnung nach Ihren jahrelangen Bemühungen, dass das doch noch besser wird? Diese alte, man kann ja da auch von einer Feindschaft sprechen. Na, er hat es eigentlich schon perfekt beantwortet. Da hat sich unwahrscheinlich viel getan in die recente Geschichte. Ich erinnere meinen Vater, also als ich dann vor 40 Jahren zum ersten Mal nach Deutschland kam, war das ein Ding. Also ja. Ich wurde eingeladen von Alfred Biolek und Thomas Wojtkiewicz nach Deutschland zu kommen. Und das war ein Ding, echt. Ich habe dann mit meinem Vater gesprochen und dann hat er gesagt, es gibt Deutsche und Deutsche. Man soll das nicht verwirren. Und man soll das nicht alles in einen Topf. Und die anderen Deutschen haben das geschafft. Ich habe übrigens diese Woche auch meinen Beitrag zur deutsch-niederländischen Verständigung geleistet. Ich habe nämlich meinen Nachbarn in Holland in dem Ferienhäuschen, habe ich am Sonntag noch zwei Schollen gebracht, weil die Dame mir sagte, es hätte keinen Fisch mehr gegeben. Da habe ich die beiden Schollen rübergebracht und gesagt, die habe ich noch für euch. Das wird aber auch Zeit als Wiedergutmachung. Ja. Also mittlerweile kann man zumindest auch ganz gut Witze darüber machen, aber das war natürlich vor 40 Jahren noch ganz, ganz anders, muss man dazu sagen. Obwohl Sie ja eigentlich, Sie haben gerade den Namen Alfred Biolek schon erwähnt und Thomas Wojtkiewicz, Sie sind ja durch ihn damals nach Deutschland geholt worden und es gab ja gewisse Ressentiments. Was hat Sie selber damals an Deutschland gereizt oder neugierig gemacht? Eigentlich nur Thomas und Alfred. Weil ich hatte keine Ahnung. Ich war extrem jung und ich sprach kein Wort Deutsch. Und ich kann mich noch erinnern, dass unsere erste Vorstellung war hier im WDR, also im kleinen Sendesaal. Und ich habe dann sozusagen, jetzt übertreibe ich, jetzt danach gefragt, wissen Sie vielleicht, was ich da gerade gesungen habe? So schlecht war mein Deutsch. Aber es kam an. Es ging, ja, aber ich war mir nicht voll bewusst, was ich da gesungen habe. Es gibt so bestimmte Lieder, die stehen für Künstler, das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Ich habe ein zärtliches Gefühl, ist immer noch eines ihrer, finde ich, schönsten und auch bekanntesten Lieder. Mhm. Aber heute, lassen Sie sich gleich begleiten, da sind Sie, Edith Lierkes, schön, Sie werden ihn begleiten auf der Gitarre. Ein Lied von dieser CD und es ist das Lied über Lukas, einen kleinen Lukas. Ja. Als Lukas 9 wurde, fragte seine Eltern, warum bin ich so geboren, wie ich bin. Vater verschluckte sich am Kaffee, Mutter guckte auf vom Buch. Hör zu, Lukas, sagte sie. Papa und Mama gingen mal in einen Blumengarten. Der war wie ein Riesenmeer, alle Blumenarten. Wunderschöne Blüten, das vergiss mal nicht, königliche Nelken, die Rosen von ich liebe dich. Dann sahen wir ein Blümchen in einer Ecke ganz versteckt. Wir suchten nach dem Namen, doch wir haben ihn nicht entdeckt. Es wuchs zwischen den Steinen neben einer Tonne, so kriegt es wenig Wasser und sah auch kaum die Sonne. Und dann, fragte Lukas, wollen Sie die wirklich haben? Fragten Männer am Gartentor. Diese Blume braucht viel Pflege, sie kommt äußerst selten vor. Doch wir waren uns ganz sicher, diese Blume
wollten wir. Wir würden sehr gut für sie sorgen. Und Lukas, diese Blume, das bist du. Vielen Dank, Edith Lekas. 40 Jahre in Deutschland. In diesem Jahr gibt es eine Tournee, auch in Düsseldorf, auch in Köln, im Juni irgendwann ein Konzert. Hermann van Veen, im Jahre 2008 ist eine Briefmarke mit Ihrem Konterfei erschienen und 2010 wurde eine Rose nach Ihnen benannt. Ja. Das klingt aber jetzt nach Lebensabend. Nicht, wenn Sie diese Rose sehen würden. Wie sieht sie aus? Extrem jung. Ich glaube, es gibt einen Begriff, den man immer noch auf Sie anwenden kann, diesen Weltverbesserer. Sie haben mittlerweile, Sie haben in vielen Stiftungen mitgewirkt, Sie haben für UNICEF gearbeitet und eine eigene Stiftung für Kinder, die jetzt 10 Jahre alt wird, die Hermann van Veen Stiftung. Und ich begrüße Sie jetzt, ein kleiner Überfall, hinter mir sitzt nämlich eine ganz tolle Sportlerin, Steffi Nerius, Speerwurf-Weltmeisterin 2009. Herzlich willkommen, hallo. Und ich begrüße auch Thomas Woltkewitsch. Ihr Name wurde eben erwähnt, Weggefährte von Alfred Biolek. Viel mit ihm zusammen ausgeheckt und Sie beide haben Hermann van Veen nach Deutschland geholt. Aber Steffi, eine Frage. Sie unterstützen viel, aber warum haben Sie sich gerade Hermann van Veen mit seiner Stiftung ausgesucht, um die zu unterstützen? Also, ich will jetzt nicht böse werden, aber ich habe es mir gar nicht so richtig ausgesucht. Ich wurde erstmal darauf aufmerksam gemacht von dem ersten Vorsitzenden der Hermann van Veen Stiftung, von dem Hans-Werner Neske, der heute auch anwesend ist. Und er brauchte eigentlich gar nicht viel Überzeugungsarbeit, weil ich kannte die Stiftung vorher nicht und habe davon gehört, war beim Konzert von Hermann und ich war fasziniert von Hermann und war fasziniert von der Idee dieser Stiftung. Und ich denke, ich als Trainerin im Behindertensport kann mich auch voll damit identifizieren und ich finde es einfach toll, die ganzen Projekte. Und jetzt haben Sie mir eine Frage schon weggenommen. Ich wollte nämlich sagen, was finden Sie denn besser, sein Engagement oder seine Musik? Fangfrage. Sie haben es doch gerade gesagt, Sie waren im Konzert, da wurde es noch besser. Nee, danke. Deine ist super. Vielen Dank, Steffi Nerius. Zu Ihren zahlreichen künstlerischen Aktionen gehört, dass Sie in diesem Jahr ein spezielles Konzert machen, abgesehen von der Stiftung, über die wir gesprochen haben. Sie machen Wunschkonzerte, da darf man sich was wünschen. Was wünschen sich die Leute? Sie sind 40 Jahre dabei. Ich denke, Ihr Publikum ist auch was älter geworden. Welches Lied würden Sie sich wünschen? Haben Sie eins im Petto? Ich fand immer toll das Vector. Vector, ja. Das mochte ich sehr. Es ist sehr, also für mich sehr interessant, weil es sind die Leute, die diese Konzerte dann, was wir singen, das wird entschieden vom Publikum. Und wir kriegen dann Mails und Faxen und Berichte und dann schreiben die Leute auch, warum sie welches Stück hören wollen. Und das hat mich ab und zu umgehauen. Also dann gibt es so ein Lied, das hat man dann gesungen oder gedreht, wenn Oma gestorben ist. Oder ein Lied, was man dann hören will, weil die Töchter damit geheiratet ist und so. Und als Künstler, also das gilt Ihnen auch so, also wir sprechen nicht oft unser Publikum. Wir tun, was wir tun können und man kriegt eigentlich die Reaktionen erst später oder in Zeitungen. Und es ist wunderschön zu lesen, was die Leute sich wünschen und warum sie das hören wollen. Was sie damit verbinden. Ja, weil man kriegt dann ein Tête-à-tête mit Leuten, die man normalerweise nicht, die dann vielleicht kommen für ein Autogramm und so. Und das ist, ich finde das echt eine Ehre. Ich habe sowas noch nie getan. Und weil wir spielen immer Dramaturgie-Tagebuch, weil wir wollen eigentlich das singen und sagen, was uns jetzt beschäftigt. Und jetzt werde ich auf einmal konfrontiert mit meiner eigenen Geschichte und hatte eigentlich nicht, ich konnte das auch nicht, weil es ist undenkbar, eine echte Idee, was das für viele Leute bedeutet hat. Und das ist sehr rührend und das sehr, ich bin echt stolz darauf. Und das geht nicht um die Quantität, aber die Leute, die Lieder will ich singen, dass ich dann auch mit Permission das erzählen darf. Das ganz Persönliche, und das sind, ich hatte nie Hits in Deutschland, also es gibt Leute, die, also ich war nie so, ich war immer da, aber ich war nicht extrem anwesend, weil ich bin alle drei, vier Jahre komme ich für 100 Konzerte hier, aber ich bin,
Ja, ich finde das fantastisch, dass das möglich ist. Ich bleibe dabei, ich würde mir, ich habe ein zärtliches Gefühl wünschen, weil es an die für die Freiheit ist. Hermann van Veen, danke, dass Sie heute da sind. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das war der erste Kölner Treff im neuen Jahr. Es hat Spaß gemacht wie im alten. Ich danke für Ihr Vertrauen, für Ihre Lebenserfahrungen. Schön, dass Sie, wie gesagt, da waren. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Jetzt in Folge 4 Freitage. Sind schon mal gebongt. In diesem Sinne, schönes Wochenende und tschüss zusammen.